Wir saßen so beide auf dem Boden an den Plattenspielern und haben so aufgelegt, hast du neben mir? Und dann haben wir eine damalige Freundin gesagt, ey, kannst du noch was zu trinken bringen hier? Hallöchen und ein herzliches Willkommen auf Warsteiner Musikdurstig. Ich bin der Sarazar und heute bin ich hier mit den Jungs von Panport, Thomas und Tassilo. Wie geht's euch? Alles gut? Alles gut, ja. Wir sind Gott sei Dank noch einigermaßen fresh nach jetzt 9 Tagen im Bus, Thomas unterwegs und freuen uns auf den Time Warp. Ja, ihr wart 9 Tage auf Tour. Was war so das Highlight? Abgesehen jetzt vielleicht von den Time Warp und natürlich dem Interview hier. Also ein Interview steht ganz klar vorweg. Klar, also das Ziel ist die Time Warp, ganz klar. Mhm. Highlight an sich, die Partys waren alle cool tatsächlich. Wir waren ja auch in Clubs unterwegs, wo wir schon lange nicht mehr waren, aber okay, wo wir schon eben in der Vergangenheit mal ab und zu mal gespielt haben. Haben aber auch neue Locations kennenlernen dürfen, so wie Kalif Storch in Erfurt zum Beispiel. Okay, der Laden war also tatsächlich jetzt so vom Laden her natürlich auch eine super Party, aber der Laden an sich war einfach echt ein Highlight für uns. Okay, geil. Zu sehen, was die Jungs da so hingebaut haben, schon echt fett. Also 9 Tage wart ihr jetzt unterwegs in der Tour. Ich meine, ihr seid ja ohne Ende auf Tour, eigentlich durchgängig. Ich weiß nicht, wir kennen uns ja auch schon was länger und ich merke immer, okay, die Panports sind mal wieder in meiner Region, da kommt schon vorbei. Im Ausland habe ich euch ja auch schon besucht. Ja, ja. Ja. So, Ibiza war das, oder? Miami, Ibiza, ich weiß noch. Was hat sich so in der letzten Zeit, so in den letzten 10 Jahren, seid ihr ja eigentlich, in den letzten 4, 5 Jahren seid ihr ja nochmal gut geboostet, so, ne? In den letzten 10 Jahren, was hat sich da am meisten verändert in eurer Betrachtungsweise? Also klar, musikalisch hat sich wahnsinnig viel getan. Ich meine, wir haben ja beide angefangen so vor 15 Jahren, würde ich sagen, eher so Minimal Techno. Mhm. Und jetzt in den letzten 10 Jahren, klar, war diese Deep House Welle mit dabei, sehr viel Tech House. Und jetzt die letzten 2, 3 Jahre, würde ich sagen, ist so der schnelle, harte Techno wieder zurückgekommen und hat so seinen zweiten Frühling, würde ich mal fast sagen. Ja. Und das kommt uns natürlich auch entgegen, wenn wir beide extrem auf den Sound noch abfahren. Und ja, das ist eine gute Entwicklung auf jeden Fall. Ja, das ist auf jeden Fall echt geil. Also ich war ja auch schon bei einigen Gigs der Jungs und das kann ich euch wirklich nur ans Herz legen, da mal hinzugehen. Da geht es richtig, richtig ab. Hier gerade beim Time Warp 25 Jahre jetzt, ja? 25 Jahre Time Warp. Was bedeutet das für euch? Ihr seid ja auch schon öfter hier gewesen, ihr seid ja auch befreundet mit den Machern und so. Was haltet ihr vom Time Warp? Wo wird es die nächsten Jahre hingehen, eurer Meinung nach? Ja, also ich meine, ich kann mich noch an unsere erste Time Warp erinnern. Ich weiß nicht, welches Jahr das war jetzt, ehrlich gesagt. Ich glaube, es war so um die 2010 rum, 2009 vielleicht, haben wir noch im Flow 3 gespielt irgendwie und die Time Warp hat sich natürlich auch mega entwickelt. Wir waren jetzt nicht von Anfang an dabei, aber ich muss sagen, ich bin total stolz, wir beide sind total stolz, dass wir bei 25 Jahren Time Warp dabei sein können. Das ist natürlich ein Riesending, ne? Und wenn man so sieht, wer hier schon alles gespielt hat und wer hier immer noch spielt, das ist natürlich so der absolute Ritterschlag der Open Airs, der Open Airs, der Festival. Sorry, es ist kein Open Air. Ist okay, ganz normal. Also wir haben draußen lang, der Open Air. Ja, genau, wenn man Open Air ist sonst eröffnet. Ja, es ist so groß, es fühlt sich das teilweise wie ein Open Air an, aber es ist kein Open Air. Noch haben sie keinen Stern. Nein. Ich habe auch ein kleines Geschenk für euch mitgebracht, damit ihr noch öfter kommt. Ja, komm, die offizielle, du hast ja schon so eine, ne? Habe ich schon. Dankeschön. Weißt du das nicht mehr? Alter, die Sarazar-Brille. Ja, ja, du hast auch schon eine. Ich habe nicht nur eine, ich habe mehrere. Hast du mehrere? Oh, ich finde sogar mehrere. Du hast die geklaut. Ja, ich glaube, der hat mir auf die Pizza gezockt. Da muss ich es ergeben, Alter. Ich setze die Lampe. Schau dir das doch mal an, ey. Ja, die FN hat sogar das Licht. Das sieht die Welt gleich besser aus. Ja, die Welt sieht nicht besser aus. Ne? Ich voll den Röntgenmus. Ja. Ja. Noch nach der Party, weißt du, wenn die Augen drin da sind. Also einmal let's go. Seid ihr eigentlich noch bei so einem Gig jetzt? Gleich habt ihr ja noch einen echt großen Gig. Ja, also das wird ja ziemlich ordentlich. 4.000, 5.000 Leute stehen vor der Bühne. Ja. Alle wollen einen geilen Rave sehen. Seid ihr da noch aufgeregt? Ich weiß, so eine Standardfrage, aber irgendwie ist es interessant, finde ich. Also ich bin aufgeregt auf alle Fälle. Es ist nicht so, dass es sich unangenehm anfühlt, aber es ist so eine leichte Nervosität mit einer riesen Vorfreude. Und ich glaube, ich habe lustigerweise gerade mit jemandem darüber gesprochen, also je länger du das natürlich machst, desto mehr Routine kommt irgendwo rein. Klar. Aber umso schöner ist es auch, dass man nach wie vor
so ein bisschen Kribbeln im Bauch hat, irgendwie, wenn man dann zu so einem speziellen Gig kommt. Also das macht es ja auch immer noch aus. Aber es ist eher so eine Vorfreude wie auf Weihnachten. Es hat so gleich ein Excitement. Ne? So, man als Kind so voll auf Weihnachten. Mega. Ne, dann hat man so, das ist immer so, so eine Aufgeregtheit, aber irgendwie jetzt nicht so eine Nervosität. Ist eher aufgeregt. Oder schon die Weihnachtsgeschenke sind. Ja, wo schon jetzt siehst du, so, jetzt geht's los. Es ist schon so ein bisschen unter Druck, aber es ist voll okay. Hallo. Falsche Tasche. Da war gerade im Interview vorbeischauen. Im Vergleich zum ersten Gig. Wann war euer erster Gig, den ihr zusammen gemacht habt? Boah. Wisst ihr das noch? Was erster Gig? Ey, ich glaube, das waren so. Unser erster gemeinsamer Gig war wahrscheinlich. In Berlin. Ja, Bei uns war es ja damals so, wir mussten ja Partys veranstalten, damit wir auflegen konnten. Ja, okay. Das haben wir auch viele so gemacht. Ja. Weil uns keiner kannte und keiner buchen wollte. Und der Punkt war, wir konnten auflegen, aber es kam keiner. Ja. Also sprich. Und so lange kommen wir auflegen. Ja. Und, und dann, glaube ich, kann ich mich erinnern, dass die ersten Partys so in Berlin, im Pfefferberg, Pfefferberg, das war damals so eine ziemlich bekannte Techno-House-Party-Location. Und da haben wir echt gute Partys, auch so After-Hour-Partys. Da gab es schon auf dem Pfefferberg so einen kleinen Laden nebenan. Also direkt, das war schon auf dem Pfefferberg. Aber weißt du, da war es so ein bisschen Club. Und da gab es so einen kleinen After-Hour-Shop nebenan. Pfefferbank. Pfefferbank? Ah, das war so derbe geil. Da sind wir morgens um 6 rein. Wir haben noch vorher gepennt irgendwie. Ich habe mich halt so zugegluckert irgendwie. Haben irgendwie bis um 12 gespielt. Das war natürlich nur mit Warsteiner. Nein, und das war schon ziemlich cool. Ich kann mich daran erinnern, unsere ersten Übungen waren so, ich hatte zwei Plattenspieler zu Hause, aber noch keinen Tisch. Und wir saßen so beide auf dem Boden an den Plattenspielern und haben so aufgelegt, hast du neben mir? Und wir haben eine damalige Freundin gesagt, ey, Mann, kannst du noch was zu trinken bringen hier? Also die Zeiten haben sich geändert. Naja, ein bisschen. Da kam keiner zum Bild, du standst auf dem Boden, hast aufgelegt. Ja, oder? Heute wärst du in einer Limousine in einen der krassen Clubs gefahren. Das hat sich keiner von uns beiden vorstellen können damals, dass es ansatzweise so werden könnte, wie es jetzt heute ist. Spaßprojekt würde ich auch nicht sagen. Wir haben es erstmal probiert, einfach so gesagt, ey, komm, wir gucken mal, wie es läuft. Und für uns war schon klar, dass wir das machen wollen. Ja. Als unseren Lebensinhalt, als unseren arbeitenden Lebensinhalt, aber in keinster Weise mit der Voraussetzung, dass das irgendwie von einem Erfolg gekrönt werden könnte. Bei uns war es einfach klar, dass es nichts anderes gibt. Ist aber auch cool. So muss es eigentlich auch sein. Wenn es aus einer Passion startet, ist es auch viel, viel besser. Ja, ist ja zwanglos und du hast nicht diesen Druck. Wenn du zu verbohrt auf die Sachen bist, die du eigentlich machen willst, ich glaube, dann machst du viel Fehler. Weil du einfach zu viel Energie reinsteckst. Natürlich, wir haben auch Energie reingestellt, aber wir hatten jetzt nicht das Gefühl, okay, wir wollen jetzt in die große Techno-Welt aufsteigen. Wir hatten schon Bock drauf. Mhm. Aber es war immer sehr ungezwungen. Das war ziemlich cool, das fand ich an uns beide ziemlich cool. Aber es war noch viel mehr Nische, als es jetzt ist. Jetzt ist ja dieser ganze elektronische Bereich, Musikbereich, ist ja Hype. Ja, absolut. Also wenn Techno noch Underground ist, das ist ja gar nicht mehr so. Ist es nicht. Art und bei 40 aber, aus 19, das war ja aber du musst dir halt vorstellen, wir haben uns halt damals dazu entschieden, was zu machen, mit einer Karriere, also mit einer möglichen Karriere in dem Bereich, der in keinster, wo wir uns nicht vorstellen konnten, okay, dass wir mal das machen auf die Art und Weise, total in dem Umfang, was wir machen jetzt. So, und dann gehst du natürlich auch entspannt daran, weil du hast natürlich weniger Druck erstmal und kannst erstmal lernen. Ja, spielst deine Shows, lernst dazu, wirst besser und wirst auch motivierter. Und dann ist es jetzt wirst du da reingeschmissen in so einen Topf irgendwie und alles ist gleich bing bam bum. Ja? Also ist ja gleich voll. Wie sieht es eigentlich aus mit euren Eltern? Was haben die damals gesagt, dass ihr so eine tolle Vorstellung habt, Techno-DJ zu werden? Was machst du da? Was macht man da? Ja. Was macht man da? Und kann man davon leben? Ja. Und also ich habe mir das jetzt 2 Jahre lang, also meine Mutter mal damals, ich habe mir das jetzt 2 Jahre lang angeschaut, was du da machst. Also da drehst du die eine Platte und dann fängst du an, die andere Platte zu drehen. Hat sie das gesagt? Und warum? Und dann versuchst du halt zu erklären, um was es da eigentlich erstmal vom Basic her geht. Mhm. Ja? Also dass du Musik angleichst und dann versuchst, mit der Auswahl, die du triffst, halt die Leute zum Tanzen zu bringen. Ja. Und dann haben sie irgendwann verstanden, als wir wirklich viel unterwegs waren und auch natürlich Social Media, meine Eltern haben sich dann auch auf Facebook, meine Mutter hat sich dann immer die Tourdates so rausgeschrieben, cool, süß, damit sie weiß, wo ich dann wohl bin am Wochenende. Und da haben sie dann schon verstanden, dass das ernsthaft angedacht ist von uns und dass das schon auch irgendwo ein gewisser Lebensinhalt ist, den man ernst nehmen kann. Absolut. Abseits von Bandpop macht ihr auch Sachen. Riverside Studios zum Beispiel, ne? Ja. Seid ihr auch unterwegs. In der, unter anderem auch in Produktion und Pipapo. Genau. Ich war ja auch schon mal im Studio. Sieht sehr cool aus. Aber ihr seid ja auch viel auf Tour. Da macht ihr das ja oft zwischen Tür und Angel, die Tracks, ne?
Ja, also wir hatten bis, glaube ich, jetzt vor eineinhalb Jahren einfach immer so diesen, immer noch diesen harten, starren Gedanken, dass wir Musik im Studio machen müssen, damit es Musik wird. Mhm. Und den haben wir jetzt tatsächlich, also wir haben es beide geschafft, das vor circa eineinhalb Jahren abzulegen, so dieses, diese Vorstellung. Und arbeiten jetzt wahnsinnig viel on Tour, einfach nur im Laptop. Also alles, was so an Kreativprozessen stattfinden kann und muss, passiert im Laptop. Und dann halt, so, das ist ja dann nichts mehr Kreatives, sondern einfach nur noch Handwerk. Wenn es ums Mixen und ums Mastering geht, gehst du ins Studio und machst das. Ja, das funktioniert echt gut, muss ich sagen. Also es ist einfach auch so, weil du, wenn du unterwegs bist, hast du auch eh viel Zeit, die dann nicht mit Zocken verbringen. Dann kann man natürlich auch Musik machen. Was ich, nee, aber wenn du dann montags und du zu Hause bist und du denkst, so, ey, ich muss dann aber das Studio, du brauchst ja auch mal einen kurzen Freiraum. Ich musste erstmal lernen und wir wahrscheinlich mussten erstmal lernen, dass man noch zwei, drei Tage ausbraucht, um dann wieder richtig Energie dafür zu haben. Weil konstant an so einer Sache arbeiten ist halt irgendwie echt schwierig, finde ich. Genau, und dann ist ja das Gute, dass du, so wie du sagst, ja, während der Woche dann wieder Luft holst und auch erstmal kurz deinen Kopf ein bisschen abschaltest und dann kommst du ja wieder in den Modus Donnerstag oder Freitag, je nachdem, was losgeht, bist du wieder in dem Musik- und Wochenendmodus und dann bist du auch wieder kreativ. Ja, und du kannst ja auch nicht einfach immer Kreativität abrufen. So. Nee. Heute ist Studiotag, heute machen wir einen krassen Beat. Also ich mache das so, ich summe mir die Sachen teilweise ein, weil die fallen mir dann irgendwie, ey, ich sitze auf der Toilette und mir fällt ein Beat ein. Ja. So, und dann kannst du den halt direkt umsetzen. Das ist krass. Ja, aber ist ja so, ihr geht das selber, ihr rennt durch die Straßen und, ja, und dann fällt dir irgendwas ein, Beat, und dann willst du eigentlich auch schnell umsetzen. Es ist ja oft viel besserer Prozess, wenn ihr Bock habt zu jammen in dem Moment, als wenn ihr sagt, ey, Dienstag nächste Woche, Thomas, treffen wir uns im Studio, also wir sitzen da drei Stunden. So gar nicht mehr. Also das war tatsächlich auch wirklich nervenaufreibend für uns beide, weil wir einfach gemerkt haben, dass wir uns damit eigentlich eher schaden. Und so sind wir jetzt echt entspannt und es kommt, der Output ist sogar gewachsen dadurch. Und ich glaube, dass es auch unsere Beziehung nochmal echt extrem entspannt wird. Einfach weil wir uns während der Woche auch mal aus dem Weg gehen können und müssen. Ich glaube, das liegt so wirklich, wie das hat Zufall schon gesagt, von der Natur, dass man, weißt du, wenn man zu viel aufeinander hängt, da entstehen Reibereien. Das ist einfach verklar. Weißt du? Und das ist halt irgendwie, das ist ja nicht mal gewollt. Es ist ja nicht so, dass man sich nicht leiden kann. Man hat ja ein Projekt geschaffen. Total stolz auf den. Aber es ist einfach so, wenn man zu lange aufeinander hängt, ist auch egal mit wem du es, glaube ich, machst, entstehen da so Reibereien. Und ich glaube. Nee, ist so. Natürlich. So, deswegen ist jetzt alles viel, viel praktischer bei uns und viel, viel effektiver, möchte ich sagen. Und ja, das freut mich doch zu hören. Im Newcomer gibt es ja auch ein paar, die das Video jetzt schauen. Was würdet ihr denen mit auf den Weg geben? Ich weiß, schwierige Frage, aber so, ihr habt es ja eben schon ein bisschen angeschnitten, auch mit der Passion vielleicht. Ja, also ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass man sich erstmal ganz klar selber die Frage stellen muss, was will ich, möchte ich das, also wenn man eine Karriere, eine Musikkarriere anstrebt, möchte ich das wirklich, kann ich mir das vorstellen, bin ich dafür geeignet? Bin ich vielleicht eher Produzent oder bin ich Performing Artist oder bin ich beides? Wenn du auf der Bühne stehen willst, dann musst du auf jeden Fall, solltest du dir sicher sein, dass du es kannst und dass du es wirklich möchtest. Weil ich glaube, daran können schon einige auch scheitern, weil sie dann irgendwann vielleicht feststellen, okay, ich fühle mich hier nicht wohl. Ja, ich finde auch immer, ich finde auch immer, dass es wichtig ist, das hatten wir vorhin schon an Papa drüber kurz, dass du dafür auch wirklich alles stehen und liegen lässt. Das ist halt, das klingt immer so ein bisschen krass. Wir hatten es auch beide. Wir haben beide ein Jahr lang irgendwie wirklich mit allem gestoppt und wir haben wirklich am Ende des Monats irgendwie Spaghetti mit Tomatensauce gegessen und irgendwie Haferflocken, weil wir nichts mehr zu essen hatten, weil wir kein Geld hatten. Mhm. Aber wenn du musst dich in so einem Musikbusiness, es läuft halt schnell und es ist sehr aktuell alles und ist auch alles sehr schnelllebig. Und du musst da wirklich am Ball bleiben. Ich glaube, wenn man sich so ein Jahr mal komplett drauf fokussiert, dann erreicht man viel. Ne? Und da kann man auch eine Bilanz ziehen und sagen, so, ey, hat es mir jetzt das gebracht oder will ich das auch so? Weil du kommst schon nah an diesen, an diesen Profi, an diese Profiarbeit ran, wenn du halt so ein Jahr dich mal voll auf so eine Sache konzentrierst. Ne? Weil du dich jeden Tag damit beschäftigst, was machst, dich um Dinge kümmerst, so Handshake, mal auf Partys gehen am Wochenende und hier und da mal spielen. Du merkst halt so, dass vielen Leuten ist es nach drei Monaten vielleicht über. Ja, auf jeden Fall. Beschäftige dich mal ein Jahr mit so einer Sache und dann merkst du, bin ich dafür geschaffen oder nicht. Ja, das finde ich, das war für mich oder für uns eine ganz krasse Erfahrung. Wir haben in einem Jahr so viel geschafft auf einmal, weil wir einfach uns komplett darauf fokussiert haben. Ja. Das ist cool. Durch die Sache. Also ein guter Ratschlag, würde ich sagen. Zieht eure Sache durch, kann man wirklich so sagen. Durchziehen, soweit es geht und kämpfen für den Traum, glaube ich. Ja, das ist auch ein ganz wichtiges Thema. Also ich kenne das auch selber. Ich hatte auch mal nur noch Krümel-Eis, der irgendwann als Seite und es kam dann so unverhoffte Glücksmomente. Ja. Natürlich hängt auch viel Glück damit zusammen, absolut, muss man auch klar sagen. Das ist so. Aber ja, vielen Dank, Jungs. Es war noch ein lustiges, entspanntes Interview. Vielen Super. Dank, dass ihr da wart. Dann hauen wir jetzt so ein bisschen auf die Kacke bei uns. Das ist aber glauben. Das ist aber ordentlich. Rambazamba hier. Nach auf der Timer. 25 Jahre jetzt. Wollen wir dann mal rüberdüsen.